Wir sind heute im 11. Kapitel. Dieses Kapitel ist etwas länger. Babul Mujahada. Und er nennt es hier, oder der Übersetzer übersetzt es hier als die Anstrengung. Anstrengung auf dem Weg Allahs oder für Allah. Der Begriff Al-Mujahada kommt von dem arabischen Wort Al-Jahd oder Al-Juhd. Schon mal gehört? Al-Juhd. Al-Juhd ist die Taqa, Energie, Anstrengung. Strapazen nennt man auch Al-Juhd. Und das Interessante ist aber hier an diesem Wort, dass es das Wort hat das Schema Mujahada, Mufa'ala. Nach dem Schema Mufa'ala wird dieses Wort hier gebildet. Mhm. Und in der Morphologie ist bekannt, dass dieses Schema immer für eine Handlung benutzt wird, in der zwei oder mehrere aufeinander wirken. Wie zum Beispiel das Wort Muqatala. Das kommt von dem Wort Al-Qital. Das bedeutet, wenn zwei Personen gegeneinander antreten für einen Kampf. Also jeder wirkt auf den anderen ein. Warum wurde das Wort Anstrengung für Allah oder auf dem Weg Allahs nach dem Schema Mujahada, also nach diesem Schema gebildet, in dem zwei oder mehr Dinge, Personen aufeinander einwirken. Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Die menschliche Nafs, das Ego des Menschen, seine Triebe. Denn auf einer Seite haben wir die Vernunft des Menschen, die ihn dazu drängt, das zu tun, was für ihn nützlich ist, und von dem abzusehen oder ja, sich zu enthalten, das für ihn schädlich ist. Aber auf der anderen Seite haben wir die Triebe und den Nafs des Menschen, die ihn genau zu dem Gegenteil treibt. Also ist da eine Art dauernder Konflikt. Und deswegen bezeichnen die Ahl al-Ma'rifa, sie bezeichnen diesen Konflikt als den Al-Jihad al-Akbar. Einfach aus dem Grund, weil dieser ständig anhält. Das ist etwas, von dem du dich nicht lösen kannst und trennen kannst. Das ist ständig bei dir. Während der externe, äußerliche Feind, mit ihm kann man auf Frieden schließen. Es kann Waffenstillstand geben. Es kann auch sein, dass er gar nicht existiert. Genau.